Hi, ich habe hier jetzt 12 Dinge stehen, die ich euch gerne heute vorstellen wollen würde, obwohl wie immer nicht alles erwähnt wird. Auf jeden Fall sah der Monatsrückblick für den Juni ganz okay aus. Ich habe 5 Filme gesehen, 2 Serien und 5 sonstige Dinge und die Sternendurchschnittsanzahl lag bei 3,7. Von daher bin ich relativ zufrieden. Ich habe ein paar sehr gute Sachen auch gesehen. Von daher bin ich da auch immer sehr zufrieden, wenn ich was Neues, Gutes entdeckt habe. Kann der Rest so blöd sein, wie er möchte. Ich bin dann schon mal zufrieden. Ich fange einfach wie immer vorne im Monat an und arbeite mich zum hinteren Teil des Monats vor und rede einfach über die Dinge, über die ich gerne reden möchte. Also wie immer nicht über alles. Angefangen hat mein Monat mit dem Film, den es jetzt auch immer noch, glaube ich, auf Netflix gibt. Crazy Rich Asians. Bei uns heißt es, glaube ich, in Deutschland nur Crazy Rich, oder? Auf jeden Fall hat der Film von mir 4 Sterne bekommen. Ich mochte ihn ganz gerne. Er war kurzweilig, interessant. Diese ganze Kultur in Singapur, vor allem die reichen Kultur in Singapur, die eigentlich, glaube ich, nichts Besonderes ist. Ich glaube, also soweit ich das aus Filmen zumindest mitbekommen habe, sind Reiche irgendwie überall gleich snobbig. Ob das jetzt in Singapur ist, in Amerika, in Großbritannien oder sonst wo. Die Reichen benehmen sich immer gleich hochnäsig quasi. Zumindest kommt es mir so vor. Der Film wurde sehr gehypt, als er rausgekommen ist. Es basiert auch, glaube ich, auf einem Buch. So fantastisch fand ich das jetzt nicht. Ich wusste nicht genau, was das sein soll. Also es präsentiert sich selber als Liebesgeschichte, aber es fokussiert sich gar nicht auf die Liebesgeschichte. Vor allem, weil das Paar bereits zusammen ist am Anfang des Filmes. Es geht vielmehr wahrscheinlich um diese Kultur des Reichseins und dass die Außenseiter nicht gerne aufnehmen. Vor allem nicht arme Außenseiter. Also es geht um dieses Pärchen, wo der Typ reich ist und aus einer reichen Singapur-Familie kommt und sie jetzt halt mit nach Hause nimmt zu einer Hochzeit, glaube ich, und sie dann da auf die ganzen reichen Schnösel trifft und sie selber halt eigentlich eher arm ist, obwohl sie eigentlich nicht arm ist. Sie ist, glaube ich, eine Universitätsprofessorin, aber sie ist halt nicht reich aufgewachsen und hat keine reichen Eltern und sowas. Und deswegen clashen diese zwei Welten aufeinander und ich glaube, es geht darum, ob die Reichen ihren Snobismus aufgeben können und sie aufnehmen oder sie halt einfach schon allein deswegen nicht mögen, weil sie keine reiche Herkunft hat. Ganz interessant, wie gesagt, aber ich glaube, das hat euch jetzt auch nicht unbedingt viel Neues erzählt, was andere Filme nicht auch schon gemacht hätten. Deswegen verstehe ich gar nicht, warum da so ein Hickmack oder wie nennt man das, so viel Trara drum gemacht wurde. Wahrscheinlich, weil da nur asiatische Schauspieler vorkommen, was auch schon cool ist, weil asiatische Schauspielerinnen und allgemein alle Schauspieler, die nicht weiß sind, es schwieriger haben, Jobs zu bekommen. Aber ja gut, das allein reicht für mich auch nicht, um einen Film gut zu machen. Dann habe ich das Ende von Fuller House mir angeguckt. Es kam jetzt die zweite Hälfte der 5. Staffel raus und damit ist die Serie ja beendet. Ich fand das Ende okay. Also ich finde die ganze Serie nicht besonders fantastisch. Man kann sie viel zwischendurch gucken, vor allem so nebenbei. Aber besonders lustig ist sie nicht, besonders gut ist sie nicht. Es fokussiert sich halt auf die Nostalgie von damals. Falls man damals Full House gesehen hat, wird man jetzt durch Fuller House ständig daran erinnert, wie gut Full House damals war. Aber selber achten sie gefühlt nicht so sehr darauf, diese Serie auch gut zu machen, sondern sie fokussieren sich eher darauf zu referieren, wie gut Full House war. Und das ist ein bisschen schade. Aber es war okay, also es ist eine okaye Serie, aber bei weitem nichts Herausragendes. Dann habe ich auf Amazon Prime eine Reality-TV-Sendung gesehen, und zwar Making the Cut. Da sind Heidi Klum und dieser eine Typ auch von Project Runway. Also Heidi Klum und dieser weißhaarige Typ, der da auch immer die Leute gecoacht hat, aber nicht in der Jury war, haben jetzt Project Runway verlassen und sind dann zu Amazon hingegangen und haben gesagt, hey, wir möchten etwas Ähnliches bei euch machen. Gebt ihr uns das Budget dafür? Und Amazon hat ihnen das Budget dafür gegeben. Und ja, sie haben quasi Project Runway nur mit einem anderen Namen gemacht. Es ist ein bisschen anders, hat ein paar andere Regeln. Sie fliegen für meinen Geschmack auch viel zu viel durch die Gegend, was natürlich nicht so gut für die Umwelt ist. Ich habe aber vorher gehört, dass
das so sein soll und habe mir ausgemalt, dass sie in jeder Episode woanders hinfliegen, was zum Glück nicht der Fall ist. Aber trotzdem, vor allem, da ja nicht nur Amerikaner mitmachen, sondern auch viele Europäer oder auch Asiaten und so, ist es für mich vollkommen unnötig, die ganzen Leute nach New York erstmal fliegen zu lassen, um dann direkt am Anfang der ersten Episode denen zu sagen, hey, wir fliegen nach Paris. Ich denke mir so, wenn die schon nach New York kommen, dann macht doch wenigstens eine Folge da oder so, damit sich das gelohnt hat. Einige davon, wie gesagt, kommen aus Europa. Es ist eine Deutsche dabei, ein Belgier dabei, ein Italiener dabei. Der Belgier hat gesagt, hey, von meiner Haustür aus bis nach Paris hätte ich 5 Stunden mit dem Auto gebraucht. Wozu musste ich jetzt um die Welt fliegen nach New York, nur um wieder zurückzufliegen? Das ist doch Schwachsinn. Wenn die das schon selber in der Sendung sagen, was soll ich dann dazu sagen? Aber an sich ist es okay. Es geht halt wieder darum, Mode zu machen und ja. Ich habe ja nicht so viel Ahnung von Mode, deswegen keine Ahnung, ob das jetzt gute Mode war oder nicht. Aber es ist interessant, woher die Leute ihre Inspiration bekommen. Dann habe ich noch eine Reality-TV-Sendung auf Netflix gesehen, Der große Blumenkampf. Ich glaube, es war eine britische Sendung, obwohl da auch ganz viele Leute aus verschiedenen Ländern dabei waren. Und da geht es um Amateure, die jetzt gerade angefangen haben, so ein bisschen sich mit Blumen zu beschäftigen und mit Blumen stecken und Sträuße machen und sowas. Und die müssen halt auf einmal große Skulpturen aus Blumen machen. Und ich finde die Idee an sich interessant und auch die Kunst, wie man das macht. Aber gleichzeitig fand ich das auch nicht so interessant umgesetzt. Also der Prozess an sich ist jetzt nicht so unbedingt spannend, würde ich sagen. Also ich mochte mal den Anfang der Episode, wo sie gesagt haben, worum es geht, was sie machen müssen und dann, wie sie eine Idee gefunden haben und dann das Ende der Episode, um zu gucken, wie sie das umgesetzt haben. Aber alles, was in der Mitte passiert ist, war halt nicht so spannend. Sie haben halt Blumen gesteckt. So. Außerdem sind britische Serien immer ein bisschen unaufgeregter, glaube ich, als amerikanische. Die sind ein bisschen ruhiger. Es geht weniger um die Person, sondern mehr darum, was die können und was die so tun. Und in Amerika geht es halt immer um die Personen, um das persönliche Drama und um die Streitereien. Und obwohl ich das nicht so gut finde, dass man immer alles Persönliche in den Fernsehen zieht, ist halt auch das meistens das Interessante an sowas. Versteht ihr, was ich meine? Yin und Yang. Dann habe ich ein paar Dokus gesehen, die es auf YouTube so gibt. Zum Beispiel, wir sind die Nickys. Die größte Gefahr ist die eigene Familie. Da geht es um multiple Persönlichkeitsstörung. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, aber wo eine Person halt mehrere Persönlichkeiten in sich hat. Und es ging darum, dass viele das auch in Deutschland dadurch haben, dass es so Kulte gibt, die ihre Kinder misshandeln, so stark misshandeln, bis sie diese Störung bekommen, extra, weil die das irgendwie so haben wollen, weil die Kinder dann einfacher zu kontrollieren sind. Richtig schrecklich dabei zuzuhören, aber auch interessant, muss ich sagen. Und zum Beispiel auch Anna und die Stimme im Kopf, Leben mit Schizophrenie. Da geht es um eine Frau, wie gesagt, die Stimme im Kopf hat, die ihr verschiedene Sachen einflüstern. Und das kann ich mir auch absolut nicht vorstellen. Das muss, also es klingt für mich super schrecklich, aber die Leute lernen natürlich teilweise auch damit zu leben. Es gehört halt zu ihrem Alltag. Und das finde ich auch super interessant, wie sie sich damit zum Arrangieren. Dann kommen wir wieder zu Filmen. Auf Netflix habe ich gesehen Nur die halbe Geschichte. Auf Englisch heißt es, glaube ich, The Half of It. Es ging auch so rum im Internet, glaube ich, weil die Protagonistin homosexuell ist, zumindest auf jeden Fall queer. Und es geht darum, dass sie halt immer für ihre Mitschüler meistens Aufsätze schreibt und sowas. Und eines Tages kommt ein junger Athlet zu ihr, der von ihr Hilfe beim Liebesbrief haben möchte. Und dann dadurch werden die irgendwie Freunde, dadurch, dass sie zusammen diese Liebesbriefe und so schreiben. Aber letztendlich ist es halt mehr sie, die diese Liebesbriefe und sowas alles schreibt an dieses Mädchen. Und dadurch merkt sie auch, dass sie eben dieses Mädchen auch gerne hat. Und dann, ja, Verstrickungen. Ehrlich gesagt, war das nicht so mein Film. Ich fand ihn ein bisschen langweilig und ich fand die Konklusion nicht so interessant. Aber es ist sehr viel lebensnah, würde ich sagen. Das hat gute Messages drin,
Aber für mich persönlich als alte Romantikerin und so hätte ich halt viel lieber ein idealisiertes Ende einer Geschichte, weil es einfach schöner ist, so fürs Herz, als wenn es realistisch endet und einfach irgendwie im Nichts verläuft, was es realistischer macht. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, jeder, der irgendwie ja, sich da wiederfindet, sollte das mal angucken. Und um eine realistische vielleicht Geschichte in der Richtung haben zu können. Vor allem ist die Protagonistin ja auch noch Asiatin. Also mehrere Sachen, die nicht so häufig vorkommen, zumindest in Amerika, zusammen auch noch vereint. Ja, also ich fand es okay, aber mir persönlich hat es nicht viel gebracht. Aber ich glaube, es wird sehr vielen Leuten was bringen und denen helfen. So würde ich es ausdrücken. Dann habe ich auf Netflix noch eine Reality-TV-Show entdeckt, und zwar Top Chef. Die ist schon relativ älter, also es ist von Mitte der 2000er, 2006, 2009, irgendwie sowas. Und da waren zwei Staffeln drin. Die erste Staffel habe ich im Juni gesehen. Finde ich relativ okay. Also es sind halt Köche, die treten gegeneinander an. Wer der beste Koch ist, der gewinnt am Ende. Jede Episode hat zwei Challenges. In der ersten kann man halt Immunität für ja, die zweite Challenge gewinnen, und dann fliegt man nicht raus in der Episode. Und in der zweiten Challenge halt geht es darum, dass einer rausfliegt. Ich finde es interessant, wie oft die gesagt haben, dass keiner von den Chefs gut ist, obwohl es ja gerade darum geht, den Besten zu finden. Die sagen dann aber alle irgendwie, Gerichte waren jetzt nicht so prickelnd. Deswegen frage ich mich, wie sie die aussuchen. Weil es kann doch nicht sein, dass alle nicht so toll sind am Ende des Tages. Aber ja, ist besser, als wenn man ständig alle lobt und alle gut sind. Und ist halt auch schon älter. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Ist halt nicht mehr so, wie man heutzutage sowas machen würde, glaube ich. Dann habe ich ein paar Filme noch gesehen, drei Stück. Dann sind wir durch. Zum einen habe ich Deadpool 2 gesehen. Ich finde den Humor gut. Ich mochte ich ja schon im ersten. Aber ich fand die Geschichte jetzt im zweiten bisschen zu durcheinander. Also man hat nie kapiert genau, was da jetzt abgeht, weil erst möchten sie das machen, dann wechseln sie auf die andere Seite, dann möchten sie genau das Gegenteil, dann möchten sie wieder das und die das andere, und erst sind sie Feinde, dann kämpfen sie zusammen, dann sind sie wieder Feinde, dann kämpfen sie zusammen, und irgendwie ist alles durcheinander in diesem Film, und es ging mir auch zu schnell, dass sie zu Feinden wurden oder wieder Freunde wurden, einfach so mit einem Satz, hey, lass uns vertragen, ja, alles gut, vorher habt ihr euch beschossen, jetzt seid ihr Freunde. Ja, es ist halt, ist nicht so logisch, aber es macht Spaß einfach durch Deadpool und den Humor da drin. Dann meine zwei Highlights direkt hintereinander am Ende des Monats gewesen. Zum einen war das Spider-Man: A New Universe. Ist ja dieser Zeichentrick-Spider-Man-Film, der beim letzten Oscar, bei der ersten letzten Oscar-Verleihung auch einen Oscar gewonnen hat für den besten Animationsfilm, glaube ich. Und der ist wirklich, wirklich gut. Also ich bin ja nicht so der Superhelden-Film-Fan in letzter Zeit, egal ob es Marvel oder DC anbetrifft. Es scheint mir oft sehr, sehr ähnlich in der Geschichte. Und das ist mal komplett was anderes. Da sind mehrere Spider-Mans, die zusammentreffen, jeder aus einem verschiedenen Universum. Durch quasi ein Wurmloch treffen sie aufeinander und versuchen zusammen quasi ein gemeinsames Ziel zu erreichen, und gleichzeitig ist unser Protagonist, ich glaube Miles hieß er, halt noch neu. Er hat gerade erst die Kräfte bekommen und weiß nicht, wie das funktioniert, und versucht von den anderen Spider-Mans sich Tipps abzuholen, aber irgendwie klappt das zu Beginn noch nicht so gut. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Und das zweite Highlight war Planet der Affen Revolution. Habe ich mir auf Netflix angesehen, der ist dann aber auch leider direkt von Netflix verschwunden. Also ich habe gesehen, dass es jetzt der letzte Tag ist, wo der noch verfügbar ist, und dann habe ich mir den angesehen. Und der ist wirklich, wirklich gut. Ich hatte mir Prevolution damals angesehen, kurz nachdem der rausgekommen ist, glaube ich, auch auf Netflix. Und der hat mich nicht so gepackt. Ich weiß nicht warum. Es war jetzt nicht so mein Film. Und dann habe ich gehört, dass die beiden Fortsetzungen viel mit Kämpfen und mit Krieg zu tun haben, und Kriegsfilme sind absolut nicht meins. Deswegen war ich ein bisschen nicht so begeistert, die mir anzugucken, und habe es ein bisschen vor mir weggeschoben, vor mich hergeschoben. Und jetzt, wie gesagt, letzter Tag auf Netflix, musste ich mir den ansehen.
Und zum Glück habe ich das getan, der war nämlich verdammt gut. Ja, es geht einiges um Krieg und ums Kämpfen, aber es steht sehr viel mehr dahinter. Es geht sehr viel mehr um Gesellschaftskritik einfach und darum, wie Menschen Moral verstehen und wie sie das anwenden und was eigentlich passiert, wenn zum Beispiel Affen auf einmal intelligent werden und reden und so denken wie wir. Sollten wir sie wie Menschen, wie Personen behandeln? Oder sind es immer noch nur Tiere? Und das geht diese Trilogie, diese Filme sehr gut an. Ich habe auch den nächsten, den dritten Teil, jetzt Anfang von Juli gesehen und auch der ist wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann es nur empfehlen, auch die CGI-Effekte und wie der Affe Caesar halt dargestellt wurde durch das Motion Capturing und so. Wirklich sehr gut. Also wenn ich es nicht gewusst hätte, könnte man quasi nicht erkennen, dass das nur CGI ist. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Kann ich nur empfehlen. Und damit beende ich dieses Video über den nächsten Planet der Affen-Film. Rede ich dann im nächsten Monatsrückblick-Video. Habe ich aber auch schon auf Instagram erwähnt und euch empfohlen. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, gleich in der Endcard seht ihr ja, meinen Namen auf Instagram. Dann könnt ihr da gerne mal vorbeigucken, wenn ihr Lust habt. Und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bye.